Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 6. Im letzten Part haben wir eine Zitadelle bekämpft. Tatsächlich, ja. Haben wir tatsächlich gemacht. Und ich war nochmal offscreen. Ein bisschen länger noch offscreen gespielt, für ein paar Stündchen. Und zwar war ich in der Spilo. Kann man so sagen. Ich war im Casino unterwegs. Und habe nicht nur das getan. Als erstes habe ich natürlich erstmal hier, was heißt natürlich, ich habe Atreus Klasse wieder zurück zum Weisen gemacht, weil er halt einfach über das Doppelte oder das Doppelte an MP hat. Wenn wir jetzt, also über das Doppelte, wir sind bei 57, 58 rumgekrebst mit seiner MP-Nummer und ich dachte mir so, ich gebe ihn jetzt einfach Weiser, weil ich will ihn ja sowieso nicht mehr ändern. Und da hat er 191 MP und ich denke, das bietet sich bei ihm einfach am besten an. Ich meine, er ist ja Magier, ne? Die anderen müssen aber noch Sachen lernen. Ne? Weiser ist natürlich so eine Sache, ist halt sein Endstadium. Er bleibt weiser. Höherrangig gibt's da nichts. Naja, wie dem auch sei, ich habe im Casino gespielt mit dem guten alten Speichern- und Ladentrick. Ja, das funktioniert ganz gut. Dann habe ich ein paar Stunden gespielt und dann plötzlich beim 100er Tisch alles auf eine Karte gesetzt und in 1000er Schritten. Habe ich immer gemacht und dann vorher gespeichert und dann, wenn ich halt verkackt habe, wenn ich nichts gewonnen habe, habe ich danach nochmal gespeichert, nachdem ich gespielt habe, wenn ich verloren habe, habe ich den Spielstand nochmal neu geladen. So ungefähr, das funktioniert. Spiel speichern, laden. Und dann habe ich sozusagen für jeden einmal eine Opfer, fast für jeden, außer für den Helden, eine Opferarmschiene geholt, die natürlich die Gruppe irgendwie wiederbelebt im Kampf, wenn die Person stirbt oder vollkommen heilt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das gemeint ist. Ist natürlich nicht meine Intention. Wir machen uns das Spiel natürlich dadurch ein bisschen leichter, aber das Spiel ist ja teilweise echt schwer genug, denke ich mal, reicht so. Aber sie ist auch wirklich gut von der Abwehr her und auch nicht so teuer gewesen. Ich habe 200.000 gekriegt und die hat, glaube ich, immer 20.000 gekostet, so eine Armschiene im Dingens. Also fast jeder hat. Ich glaube, eben habe ich ein Drachenschild gegönnt. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts weiter gemacht. Bisschen trainiert. Weiser gemacht. Also wieder zurück zum Weisen. Zum Sage. und ansonsten habe ich nichts gemacht. Bin ich dann offscreen nochmal hierher zurückgekommen. Aber ging ein paar Stunden drauf. Ich überlege gerade. Aber ich glaube, wir haben wirklich nichts mehr gemacht. Ich habe wirklich nichts anderes gemacht. Also offscreen, ne, für das Let's Play. Und genau, ich habe ein bisschen was Erfahrung bringen können. Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da richtig gelesen habe. Weil es gibt ja alles nur auf Englisch. Und ich bin jetzt nicht, ich kann zwar Englisch, aber manches Mal meinen sie auch was anderes als das, was sie schreiben. Oder ich interpretiere das anders, was da steht. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, gelesen zu haben, dass der Held nur eine Doppelklasse, also eine doppelte Klasse, wie zum Beispiel hier Weiser, die hergestellt wird aus Magier und Priester, da kann man ja Weiser lernen. Der Held braucht halt nur eine dieser Doppelklassen lernen. Also meistern, einer dieser hohen Klassen meistern. Und dann soll er laut Internet auch Held meistern können, also Held lernen können. Aber andere Seiten schreiben wiederum, dass der Held Gladiator, Weiser, Ranger und Luminary gemeistert haben muss. Ob vielleicht nur eins von dem, weiß ich nicht. Naja, wie dem auch sei, wir sind hier wieder. Ich habe ein bisschen auch, ich habe mir auch in einem anderen Casino immer für 200 Tacken, deswegen bin ich hier nochmal durchgegangen, bisschen Zauberwasser gegönnt. So ein bisschen unterwegs, ein paar Ikasi-Blätter. Also im Heimhafen kann man auch ein Casino holen, aber die sind nicht teuer. 200 Token kostet so ein Ding, Jetons. Und 3 Yggdrasil-Blätter halt, falls man irgendwie mal jemanden wiederbeleben muss durch Zufall. Das passiert ja gerne mal in alten Dragon Quest spielen, dass man halt mitten im Dungeon steht. Und dann ist man halt schon, hat keinerlei MP mehr und dann ja. Gut, wir gehen weiter. Was geht hier ab? Wer ist da? Wenn ihr ins Schloss geschafft habt, seid ihr keine gewöhnlichen menschlichen Wesen. Aber scheinbar seid ihr auch nicht unsere Verbündeten.
Genug geredet, wir müssen unseren Gästen an unser grundvergesslichen Empfang bereiten. Haltet ein. Lord Duran! Sie sind meine hochverehrten Gäste. Tretet beiseite und lasst sie in Frieden passieren. Wir wünschen, mein Lord. Das ist ja nett von ihm. Sonst so? Ihr Ehrengäste von Lord Duran? Geht mir aus den Augen. Wir können da oben, aber ich will jetzt mal hier alles abchecken, ne? Was haben wir hier? Ein Skelett. Oh! Die Bürde ist einfach zu schwer. Das ist Zenithia, Heimat des obersten Herrschers der Traumwelt, Lord Zenith. Doch böse Mächte haben das Schloss an sich gerissen und Lord Zenith eingeschlossen. Ich kann nur beten, dass beherzte Krieger meine Bitte hören. Bitte befreit Lord Zenith und bringt dieses Schloss wieder an seinen rechtmäßigen Platz in der Traumwelt. Oh, die wurde aufgegessen. Geknuspert. Hat euch die Stärke eurer Wünsche hergeführt? Ja. Nee, das ist nicht wichtig. Während ihr hier seid, werdet ihr unserem Meister Lord Duran treu dienen. Ich weiß nicht so recht. Oh, ja. Aber krass, ne? Das ist das Anfang der Timeline und die Timeline von der Zenithia-Trilogie und hier das Zenithburg. Die existiert schon, aber es ist kein Zenithrache. Das ist ein bisschen verwirrend. Vielleicht erfahren wir aber warum. Der Mensch, der neulich hierher kam, hat sich als äußerst nützlich erwiesen. Von euch erwarten wir ebenso viel. Oh. Ein Inkasseblatt. Ja, hey, habe ich schon 3 Casino Gold. Hätte ich längst welche haben können, schon ganz früher. So ein Glück. Ich gehe noch nicht runter. Gucken wir mal, was ein Brunnen ist. Ich kann nicht im Brunnen. Aber ich glaube, waren wir hier schon mal? Also in der Enden Quest? Ja, ne? 3 von den Brechen, die wir versiegelt haben, wurden leergestellt. Die Macht unserer Feinde wächst täglich. Und danach hat unser Meister Lord Duran nicht reagiert. Er scheint die Situation zu genießen. Ich frage mich, was genau er vorhaben könnte. Ich habe keine Ahnung. Oh, ein Kriecher. Hallo. Ich könnte gar nichts tun, um die Menschheit zu retten. Es ist fast soweit. Wir sind nur eine Klauenbreite davon entfernt, um die Welt zu greifen. Was sagen meine Kollegen dazu? Dieses Monster irrt sich zutiefst. Die Göttin steht uns zur Seite. Dann beten Monster also zu einer eigenen Göttin? Oh, mein Arm muss halt die Klappe. Aha, ich höre von diesem Monster nur bla bla bla. Ja, ist so, ne? Nur bla bla und bla. Hallo? Okay. Was haben wir hier? Ein Schleim. Ich schlappe Neuigkeiten für euch. Dieses Schloss war einst in der Traumwelt, wo es verschlückelt hätte werden sollen. Doch stattdessen hat Lord Duran es zu einer Basis gemacht und es hinunter in diese Welt gebracht, ohne es zu versiegeln. Jetzt können wir überall hinfliegen, wo wir wollen. Der mächtige Duran ist kein Dummkopf. Okay, also wir kriegen hier richtige Informationen über die Herkunft dieses Schlosses. Aber wer das gebaut hat, weiß niemand. Das hat mir keiner gesagt. Ich kann die Kamera nicht ganz drehen. Nur so bis zum Anschlag. Gut, gehen wir eine Etage höher. Was haben wir hier noch? In der Mitte gehen wir als letztes, nicht wahr? Ja, ne? Oh, nein. 2 Stimmen diskutieren heftig miteinander. Also, kann jemand, der alle 4 legendären Relikte besitzt, Zugang zu diesem Schloss erhalten? Das stimmt, aber es entbehrt jeder Möglichkeit, dass irgendein Mensch jemand alle finden könnte. Aber sagen wir einfach mal, es sei möglich. Ist sich Lord Duran dessen bewusst? Natürlich, er könnte sowieso nur mit seinem Wissen und seinem Einverständnis geschehen. Aber sollte alle Widrigkeiten zu trotz ein Mensch alle Relikte sammeln, könnte derjenige zu diesem Schloss gelangen? Genau, was mich dazu bringt, mich zu fragen, was in aller Welt unser Meister treibt. Das wissen wir nicht, ich weiß nur, dass es sehr viele Bücher sind. Oh mein Gott. Da müsst ihr... Leute, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst. Wir sind hier nur einmal im Spiel, ne? Wir sind hier wirklich nur einmal, glaube ich. Da müssen wir durch. Wir kriegen hier Lore. Lore der Dragon Quest-Reihe. Ich hoffe, hier ist wirklich mal irgendwas dabei. Oh, bitte. Bitte, was Gutes. Wir müssen die Bücherreihe auschecken. Es tut mir wirklich leid, das muss halt sein. Gut, die erste Reihe komplett einfach langweilig. Was sagt ihr dazu, mein Kollegen? Gar nichts, Schnitz, Amos. Bitte wenigstens ein Buch.
Entwickler, enttäuscht mich nicht. Ihr könnt nicht einfach nur belanglose Bücher hier hingestellt haben. Boah, das machen die auch mit Absicht, ne? Auf meinem Bildschirm sehen wir ein bisschen so ein Schnurduran. Ey, wirklich, ist wirklich alle kein Buch interessant? Da haben sich die Entwickler wahrscheinlich gedacht, dass er eh keiner alle nachguckt, ne? Aber ich bin gründlich. Ja, das gehört sich so. Beim nächsten Mal, wenn ich das Spiel spiele, weiß ich, und das wird wahrscheinlich nicht alsbald sein, weil wenn ich das Spiel wieder spiele, dann nur irgendwann vielleicht ein Remake. Nochmal genau das Spiel, selbe Spiel, nee. Und die SNES-Version, die fange ich auch nicht an, extra an. Deswegen nehme ich hier einfach alles mit. So, warte mal. Habe ich mit den Leuten, mit den beiden Ghoulen schon geredet da? Was wollt ihr? Hey, los, die Leine! Okay. Hallo? Nee, man kann so ein Meister dort Duran widerstehen. Er wird derjenige sein, der die Welt beherrscht. Nee. Ja, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wie grün das Wasser einfach ist. Hallo? Wisst ihr es? Ja, auf jeden Fall, klar doch. Natürlich wisst ihr es. Wisst ihr es? Nein? Dann hört gut zu. Sogar gewöhnliche Menschen können den Weg auf unserer Seite finden, wenn sie der Macht ihrer Wünsche zum Opfer fallen. Wenn ihre Herzen von der Finsternis eingenommen werden, kommen sie manchmal zu uns. Wenn ihr mich fragt, sollten die Hora freut sein, unsere Verbündete zu werden? Ja, also ich weiß nicht, bin sehr froh. Also ich will nicht Verbündete sein. Aber schon, ne? Da waren wir jetzt überall. Da unten brauchen wir nicht nochmal rein. Ne, dann gehen wir zur Duran. Oh je, Mini. Und das steht genau da, wo einst oder in Zukunft noch der Zenith-Drache stehen wird. Den wir ja auch in Dragon Quest Monsters, der Dunkle Prinz auf der Nintendo Switch gesehen haben. Das ist genau exakt derselbe Ort. Ein bisschen anders, aber anders gebaut, ne? So, keine Ahnung. Naja, gut, gehen wir mal. Guten Tag. Endlich begegnen wir uns. Ich bin Duran, Herrscher von Infernia. Wie ich sehe, besitzt ihr die vier legendären Relikte. Ihr habt meinen Respekt sogar als mein Feind. Die legendären Relikte auf der ganzen Welt ausfindig zu machen und das bis zu diesem Schloss zu schaffen, ist kein leichtes Unterfangen. Gewiss würde jeder der Mensch, der zu einer solchen Bedrohung unternehmen fähig ist, eine ernsthafte Bedrohung für alle Monster darstellen. Deshalb habe ich hier auf eure Ankunft gewartet. Darauf gewartet, dass diese wachsende Bedrohung ein für alle Mal im Keim zu ersticken. Miku, so lautet dein Name, euer Name, oder? Ja, ich bin wahrhaftig und ehrlich erfreut. Ich war überzeugt, dass kein Mensch jemals diese Relikte einsammeln könnte. Ihr habt mich eines Besseren belehrt. Jetzt sollt ihr mir eure Macht demonstrieren. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten rast mein Herz. Kommt jetzt, mein Untergebenen. Und nun zum unterhaltsamen Teil. Was? Nein, eine Obertodmaschine und ein... Ja. Ich habe eingestellt, dass sie alle gnadenlos sind. Ich denke mal, dass wir mal... Ich weiß nicht, was ist halt der Gutausrasser? Blind drauf los gegen Freund und Feind? Nee. Mit dem man kritische Treffer landen kann? Ja, das kann man. Falkenhieb ist nicht so stark. Merkurstoß auch nicht, ne? Steht vor allen anderen los. Furchtbare Faust. Rotumtritt? Ist eigentlich egal, ne? Mal furchtbare Faust. Oh, 98! Ich greife mit Schwert an, da heile ich mich direkt. Oh mein Gott! Das ist halt wirklich, ich habe viel zu viele Magie-Dinger. Ich mache eine, knall mir eine Vollheilung rein. Na! Ich ändere mal die Taktik von unserem guten Magier. Von unserem Heilen. Der soll mal ein bisschen hier, die Wunden heilen. So. Jetzt einmal. Megasteckung. Gut. Ich habe ein bisschen Angst, ne? Jetzt nicht sonderlich stark, muss ich ehrlich sagen.
Ja, toll. Das ist natürlich sehr schön. Ja. Die ist eh tot jetzt. Oha, das ist eine Menge Erfahrungspunkt. 1824. Nicht schlecht, Herr Specht. Duran, was sagst du dazu? Haha, gute Vorstellung. Wärt ihr besiegt worden, hättet ihr alle meine Erwartungen betrogen. Aber eure nächste Herausforderung ist mir anders geartet. Dieser Gegner ist einer eurer Mitmenschen. Er wurde von seinem überwältigenden Wunsch hierher geführt, mächtiger zu werden. Manche kämpfen für das Gute der Welt. Ha! Andere kämpfen lediglich für sie selbst. Jetzt wollen wir diese beiden Überzeugungen gegeneinander antreten lassen. Komm, mein Untergebener! Was? Glaubt man euch den stärksten Krieger der Welt vorzustellen? Ein Mann, der mir seine Seele geschenkt hat. Sein Name ist Vincent. Nehmt jetzt alle eure Stärke zusammen und bereitet euch im Kampf vor bis zum Tod. Oh, what? Wieso, Vincent? Wieso tust du das? Mega Stärkung. Ja. Wird anfällig für Zauber. Nicht gut. Er weicht auch jeden Schlag gut aus, ne? So ist das nicht. Aber wir werden nicht verlieren. Niemals. Wir haben das legendäre Schwert, was er begehrt. Das haben wir. Wir haben das. Wir haben das. Das war heftig. Ich greife jetzt mal an. Wird nicht davon getroffen. Was macht meine Klinge? Macht die extra einen Explosionsschaden? Ist das die legendäre Klinge? Ich muss übrigens auch mal wieder Geld farmen, ne? Weil ich habe das dadurch, dass ich halt in der Spielothek war, halt sehr viel Geld farmen müssen und verballern müssen, um reinzukommen, ne? Man muss ja ein bisschen im Vorkasse gehen. Dementsprechend, ja. Sag mal, jetzt was ist denn hier los? Der hält eigentlich ein bisschen viel aus. Ja gut, dass ich die Abwehr gemacht habe, ne? Doppelte Angriffskraft, nicht schlecht. Ja. Wir sind gut gelevelt, ne? Gut gelevelt, würde ich sagen. Ich habe aber nur ein bisschen Angst vor Duran. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Boah, der hält aber auch viel aus. Was ist mit denen los? Danke. Uiuiuiui. Das ist nicht viel Erfahrung. Gut, ein schöner Sieg. Ich habe auch nichts Geringeres erwartet. Scheinbar liegt es an mir, euch zu besiegen. Doch zuvor will ich nur... Bitteschön. Die Wunderkuppe wurde geheilt. Oh, das ist ja ein... Das ist ein Mann. So ehrlich, es macht keinen Spaß mehr, Gegner zu kämpfen, die geschwächt sind. Komm, Igor, erlaubt mir das Vergnügen, euch in einen Kampf zu wickeln. En garde! Duran! Ich denke mal, wir belassen es so. Mit unserer Stärke. Mit unserer Taktik, meine ich. Mega Stärkung. Poing! Ah, er macht damit unsere Mega-Stärkung weg, quasi. Nee, die will ich da schon. Danke. Die will ich schon behalten. Du darfst ruhig deinen Zug verschwenden, indem du das wieder wegmachst, alles. Eieiei. Musst du unbedingt Vollheilung machen wegen dem bisschen? Da hauen wir auch mal rauf. Ja, toll. Jetzt haben wir genau dieselbe Abwehr. Aber er steigt unserer wieder. Der gute Atriel, der macht das ganz gut. Dann kann ich auch mal so angreifen, ne? Ja. Okay. Ach, der Explosion macht noch... Ist meine Klinge stark gegen Dämonen oder so? Oder wegen dem Zusatzeffekt oder was ist da los?
Ja. Ich glaube, es bringt halt auch wirklich nichts. Sich da hoch zu pimpen. Dann macht das ja eh immer weg. Aber was, wenn das eventuell hilft, ist vielleicht eine Schwächung. Haben wir keine Schwächung? Ja. Das ist stark. Also, weil es die ganze Gruppe angreift, ne? Prallt vom Lichtball ab. Nein! Miko ist geschwächt. Okay. Einfach nur Faust. Faustkampf. Ach gut, dass wir das wieder ausgeglichen haben mit der Mega-Stärkung. Oh je, Mini. Wir können ja gegen ihn quasi nichts anderes tun, ne? Dann also müssen wir halt mit Faust drauf hauen. War mal Falkenhieb. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Okay. Ja, macht nicht unbedingt viel mehr Schaden, ne? So dass ich das mache. Mit der Explosion hinterher bleibt sie es gleich. Da machen wir Teufelsball. Da machen wir schön kritische Treffer. Das tut ihm ja so gut weh. Ja, Mann. Genau. Das wollte ich sehen. Wenn er es gut trifft, dann macht das richtig Aua. Schade, dass ich keine Waffe habe, die oder kein Gegenstand oder Ausrüstungsgegenstand, was kritische Treffer garantiert. Weil dann wäre es immer, dann wäre es richtig heftig, der Angriff. Das hätte ich wahnsinnig gern. Aber genau das wollte ich sehen. Ja, Mann. Vielleicht ist das mit dieser Waffe, die ich habe, immer kritische Treffer. Kann auch sein, ich weiß ja nicht, wie das mit der Klinge ist. Nein, oder wir sind nur so stark, weil vielleicht habe ich überlesen, dass wir halt unser Angriff verdoppelt haben. Von Adriel, der mit dem Zauber. Na, schade. Ist immer sehr schade, wenn ich nicht treffe. Aber es besiegt 5500 Erfahrung. Eieieiei. Aber es hat schon Spaß gemacht, gegen so einen Boss zu kämpfen. Der letzte richtige Boss, den wir hatten, war in diesem Wasser in Hexaria. Womit wir Hexaria gerettet haben. Und das war halt mir doch ein bisschen zu knapp. Rebecca erreicht Level 33. Und Papelot erreicht die Stufe Hohepriester. Und lernt neue Chance. Was natürlich alleine im Einzelkampf natürlich nichts bringt, ne? Überragend. Ich wurde absolut und vollkommen besiegt. Aber das ist nicht das Ende. Ich weiß Stärke zu schätzen. Und es gibt auch das, was ihr wissen wolltet. Morda. Jamirus, Grassus und ich sind lediglich Untergebene. 1, 2, 3, 4. Ja, Morda, Jamirus, also Morda war die fette Kröte. Jamirus war der Hypogreif. Grassos, das war der übertrieben spannende Kampf, wo ich fast verloren hätte. Und Duran, das sind die vier Todesreiter hier quasi, ne? Die Schreckensfeinde. Unser Anführer ist Mortamor. Ihr Mensch nennt ihn den Erzfeind. Es gibt halt was bezüglich den Namen Erzfeind. Der Erzfeind. Ihr müsst mal einfach mal auf YouTube der Erzfeind eingeben. Das ist halt, eigentlich ist das nicht lustig, aber da sind halt Leute hinter einem Mann, hinter einem Mann hinterhergerannt, haben ihn hinterher geschrien oder haben ihn vielmehr belästigt mit der Erzfeind. Das ist so dumm einfach. Ich meine, wir kommen auf die Gedanken. Das heißt, mir durch Zufall mal in die Videovorschläge reinkommen früher. Viele Videos sind gesperrt, aber der Mann tut mir leid. Der wurde halt von irgendwelchen Jugendlichen halt, ja, nicht aufgelauert. Wenn sie ihn gesehen haben, haben sie ihn hinterhergerufen. Erzfeind. Es ist nicht lustig, aber es ist schon lustig. Aber es ist halt dumm. Okay, deswegen, jedes Mal, wenn ich Erzfeind lese, da muss ich daran denken. Deswegen. Angesichts seiner gewaltigen Machtfülle hätten sogar wir Schreckensfeinde nicht die geringste Chance gegen ihn. Ihr müsst mächtiger werden, nur dann könnt ihr auch nur hoffen, seine Macht trotzen zu können. Miko, ich bete, dass wir uns wiedersehen in unserem nächsten Leben, dann könnten wir noch einmal gegeneinander kämpfen. Duran, ich verspreche es dir, wir werden sicherlich in einem anderen Dragon Quest Teil nochmal gegen dich kämpfen. Als Wiedergeburt, als Reinkarnation, was auch immer. Ah.
wartet. Wollt ihr mich einfach hier so liegen lassen? Nein. Verflucht seid ihr, jedes Mal dasselbe. Immer Trauung eintreten, nichts zum allerschlechtesten Zeitpunkt aufhören. Aber wenn ich tatsächlich Hilfe möchte, ist keiner für mich da. Ich wollte nur stärker werden, selbst wenn ich das Mütter mich den Morden zu Monster verbündet. Ihr tötet mich besser, wenn ihr mich nicht zurücklasst. Wenn ihr mich hier zurück, so, wenn ihr mich hier so zurücklasst, bin ich es vielleicht, der euch am Ende tötet. Los doch, beendet mein Leben, solange ihr noch könnt. Erledigt mich. Wartet. Milena? Bitte warte. Ich wusste, dass du das bist. Vincent, erkennst du mich nicht? Tu nicht so, als würdest du mich kennen. Warum sollte ich dich kennen? Ich schätze, es ist eine ganze Weile her. Lang genug, um zu vergessen. Nach allem, was passiert ist, glaube ich, dass sich die meisten Leute nicht erinnern würden. Aber du erinnerst dich. Ich weiß, dass du das tust. Du erinnerst dich an die Stadt Unwühl, du erinnerst dich an die Leute dort und du erinnerst dich an mich. Das kann nicht sein. Milena, bist du das? Meine Schwester? Vincent. Milena. Wie konnte ich dich nicht erkennen? Du warst doch genau vor meiner Nase. Schon in Ordnung, Vincent. Das ist meine Schuld. Ich habe dich so oft gesehen und doch nie etwas gesagt. Hätte ich damals nur so halb so viel Kraft wie jetzt gehabt. Ich schwöre, ich hätte dich beschützt. Mach dir keine Gedanken. Hat er gesagt. Ich weiß nicht. Manchmal ist das halt fließend, ne? Wird einfach nur Name gerne und ich muss da komplett wieder umdenken. Mach dir keine Gedanken, Vincent. Das liegt nun alles hinter uns. Niemand trug die Schuld daran. Wichtiger ist, dass du mir jetzt zuhörst. Vincent, ich bin nicht diejenige, die deine Stärke braucht. Ich möchte, dass du all deine angesammelte Kraft einsetzt, um uns bei der Rettung der Welt zu helfen. Vincent, du wirst es doch begleiten, oder? Milena. Na, das wäre erledigt. Ein weiterer hilfreicher Mann für unseren zusammengewürfelten Haufen, ei. Vincent, war das richtig? Ich bin Adriel. Es ist mir eine Freude, deine Bekanntschaft zu machen. Der alte Amos kann es nicht erwarten, Schulter an Schulter mit solcher mächtigen Krieger zu kämpfen. Vincent schließt sich der Gruppe an. Oh, ist das nicht, ist das toll. Welche Klasse hat er ausgerüstet? Oder hat er gar keine Klasse? Vincent und ich gehen zurück zum Wagen, Miko. Wir werden uns dort auf dich warten. Gut. Ah, der Wagen ist bereits voll. Toll. Welches euer Komiker wollt ihr in Hildas Hildenhort schicken? Die brauche ich für Dungeon. Du bist halt unterwegs sehr wichtig. Es ist Level 28. Er ist nicht der Stärkste. Aber das ist nicht schlimm. Er ist schon Gladiator. Und er soll sehr gut sein. Sonnenblitzklinge, Drachenpanzer, Drachenschild, Platinkopfschutz. Also der ist schon mächtig drauf. Mächtig deftig. Wir tauschen ihn mit Schnitz aus, weil zweimal so eine Kraftprotze brauchen wir nicht. Schnitz, es tut mir leid, du warst mein erster Begleiter, aber du warst eine lange Zeit dabei. Wir werden dich vielleicht mal wieder einsetzen, aber jetzt erstmal hier oder ihn hier. Oder Milena. Milena nutze ich noch weniger, ne? Ja, komm, erstmal Milena, erst du nach. Geh du nach Hause. Trennen wir die Geschwister wieder. Ja, nun. Milena, ist es klar, dass du Vincent immer in deinem Herzen getragen hast. Nur seid ihr beide wieder im Leben des anderen vertreten. Nun seid ihr beide wieder im Leben des anderen vertreten, so wie es mal bei Bruder und Schwestern sein sollte. Das ist ja so rührend. Alter Amos wünscht, er hätte auch eine Schwester und alles. Vincent ist ein furchtbarer Gegner, aber ein großartiger Verbündeter, ei. Das ist ja so rührend. Also der alte Amos, ja. Was passiert jetzt mit dem Schloss? Nix, ne? Dann hauen wir ab. Ja. Ich muss es merken, was hier will. Was? Bitte fall nicht auf mich drauf. Oh? Das sieht hier plötzlich schick aus. Ich finde es schade, dass das halt nur so die S-Auflösung ist, ne? Stellt euch mal in HD vor. Das wäre toll. Und so fliegt diese Festung so in der echten Welt? Ja. Wieder in die Traumwelt. Und füllt das Loch.
Eine sehr schöne Cutscene. Jetzt wieder alles Drache, Drache. Ich will das wieder vor wie vorher haben. Sonne. Dann war hier das Kreuz. Genau. Gewitter. Komm. Und das Herz. Komm ich dann wieder raus hier? Also komm ich, jetzt komme ich in die Traumwelt? Ich weiß es nicht. Wir hauen einfach jetzt ab. Wenn ich jetzt hier hingehe? Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir hier im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst ein Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.